Wir haben in unserem Umfeld in den nächsten 5 Jahren rund 500 Einheiten an Wohnungen, die wir produzieren werden. Wir haben uns darum entschlossen, dass wir das selber machen, am Standort in der Schweiz. Wir haben dann herumgeschaut, wo wir das am idealsten machen und sind auf das Glader lang gestossen. Es ist ein toller Standort, es hat Hallen, die leer stehen. In den letzten Jahren sind da zigtausend Arbeitsplätze verloren gegangen und wir sind überzeugt, dass wir da ein riesiges Potenzial haben. Was wir in diesem Projekt haben müssen, intensiv anschauen mussten, ist, wie können wir die Unmengen an Welken in den Griff über. Also, wir sind am Planen und haben eine Materialliste nebendran. Also, das heisst, wir haben am Schluss ein Monitoring gemacht mit jedem einzelnen Balken quasi, dass wir immer gewusst haben, wie viel Material haben wir noch zur Verfügung haben. Und dann haben wir das Schritt um Schritt in das 3D eingepflegt. Jedes Einzelholz hat eine Nummer. Ist geschrieben, wie dick, wie lang, wie groß das muss sein, wie es bearbeitet werden muss, dass es auch auf der Küche bearbeitet werden kann. Die Hölzer sind 2 Jahre alt, draußen getrechnet. Die sind windschief. Windschief bedeutet, die sehen so aus wie ein Flugzeugpropeller. Und mein Job ist, die auf der Blockbandsage so ausrichten, dass der Propeller in der Mitte verteilt ist. Also nicht, dass ich die Vorder- oder die Hinterseite des Propellers oder links oder rechts bevorzugen, sondern genau mit dem verteilen. Der Schreiner redet von Abrichten und Fügen. Das mache ich mit diesen Blöcken. Und dann die ersten 2 Schnitte sind das. Dann ist der Block wieder gerade und rechtwinklig. Und die nächsten 2 Schnitte, die ich mache, mache ich das Kaliber für durch einen Vierseiter. Also die Dicke und die Höhe für durch einen Vierseiter zu lassen. Die Anforderungen von unserer Kundschaft, die Zimmerei- und Schreinereibetriebe, die wollen längere, größere Querschnitte machen. Darum ist man dann angekommen und hat die Neuentwicklung gemacht von dem Maschinencenter MC15. Machen kann man eine Art alles auf dieser Anlage. Einmal ein recht gutes Schweizer Produkt. Und die Wertschöpfung ist im Land oder auch im Dorf, oder wie man sagen. Mit unseren Maschinen, die wir bauen, können wir heute wahnsinnige Sachen machen, die wir vor 30 Jahren gerne nicht vorstellbar waren. Wir können Hochhäuser bauen, bis auf 120 Meter zu Japan, wo jetzt in Planung ist, Saint-Pierre-Port-Bedouche gemacht worden, im Elsass, in Lothringen, in Metz. Das Mediacenter in Zürich, wo ein super schöner Bau ist, auch alles in Holz. Und das ist alles eine Art möglich mit unseren Holzbearbeitungsmaschinen, die wir im schönen Grund herstellen. Für die Werkplanung tun wir eigentlich jeden Balken 1:1 im dreidimensionalen Modellieren mit allen Verbindungsmitteln und allen Anschlüssen, inklusive Ausfräsungen für Elektrorohr und sonstige Haustechnik. Das 3D-Modell, das ist nachher 1:1 so, wie es draussen ist. Der Balken, so wie wir es im 3D zeichnen, ist nachher draussen genau an dem Ort, wie wir ihn gezeichnet haben. Dutschen genau gleich. Und macht sich stolz, wenn jetzt hinten dran 1,2 Millionen Maschinen macht, was du sagst? Es macht Freude, ja. Es macht Freude, so etwas zu zeichnen nach der Zeit. Vor allem macht es mir Freude, zu sehen, wie das nachher abgebunden wird, ja. Und die Krüse macht, wenn die Hölzer drin kommen, macht die so ovale Löcher. Und wenn die Hölzer aufeinander getischt sind, als Blockwand, kann man oben drin schauen und dann geht das einmal durch. Das verwundert mich immer, dass die Krüse genau weiss, wie weit sie da muss fahren, um das Loch zu machen, nicht daneben ist. Und dann hat man so ein Loch, das so durchgeht, das nachher da durchgesteckt wird. Und dann kommt es hinten raus und kommt es richtig nicht mehr rüber. Mit dem Postage-Strim kommt aufs Palett, das wandweise sortiert ist, einpackt und dann kommt es ab.